Hallo, meine Lieben. Heute will ich mal Vanillenkipferl backen. Und was brauche ich dafür? Ich habe hier 250 Gramm Mehl genommen, 100 Gramm Zucker, Butter habe ich 200 Gramm, Vanillezucker 8 Gramm, ein Eigelb, Prise Salz brauche ich noch. Und ich habe hier noch gemahlene Mandeln, 100 Gramm. In die Schüssel gebe ich weiche Butter. Butter muss weich sein. Nehme ich so Prise Salz. Ein Zucker zuerst mal und Vanillezucker. Und das verschlage ich alles mit Mixer. So, jetzt mal ein bisschen. So, jetzt kommt das Eigelb hier rein. Jetzt rühre ich das auch ein bisschen alles. So, jetzt kommt das Mandelmehl rein. Und ich habe die Hacke genommen. Jetzt rühre ich das ein bisschen umrühren alles so. Ein bisschen Weiß, nehme ich das Mehl auch wieder rein. So, das sieht so jetzt aus. Jetzt gebe ich ein bisschen Mehl drauf an den Tisch und komme das hier drauf. Dann muss ich jetzt das zusammen ein bisschen kneten. Und dann mache ich das in Folie, Fischfolie. Und komme das, der Teig kommt in den Kühlschrank. Für eine Stunde mindestens. Kann auch länger liegen lassen im Kühlschrank. Geht immer raus. So, jetzt mache ich auf einen Klumpen so. So sieht das jetzt der Teig so aus. Jetzt rolle ich ein bisschen ihn so aus und nehme ich Folie, Frischfolie. Mache ich das so. Und das kommt jetzt in den Kühlschrank. 1-2 Stunden. Kann man auch länger. Wir haben sie keine. Wir haben die Zeit, kann man auch über Nacht machen, den Teig. So, und dann komme ich wieder zurück zu Ihnen. So, der Teig ist schon fest. So fest ist geworden, sehen Sie. Ich schneide jetzt so ein Stück ab und den Rest lege ich wieder in den Kühlschrank. Bis verarbeite das Stück. Das lasse ich noch im Kühlschrank liegen. So, jetzt schneide ich noch einmal durch. Und solche kleine Stücke. Ungefähr so 10 Gramm mache ich. Ich habe auch eine Waage genommen. Ich will mal versuchen. 15 Gramm habe ich hier. Kann man auch. So. Jetzt schneide ich das alles durch und dann mache ich kleine Kügelchen. So, ich habe jetzt verteilt 10 Gramm. Solche kleine Kügelchen mache ich jetzt raus. So, jetzt mal. Und dann mache ich die Form schon. So, jetzt mache ich, rolle ich so aus. In der Mitte bleibt ein bisschen dicker und die Enden mache ich ein bisschen feiner, dünner. So. Aber nicht zu dünn machen, dann verbrennen sie so schnell. Und ich mache sie so. Solche kleine mache ich.
Und lege ich sie gleich auf das Blech. So. So sehen sie dann aus. Jetzt mache ich sie alle und dann zeige ich ihnen. So, meine Vanillekipferl habe ich fertig. Jetzt kommen sie in den Backofen. Ich habe den Backofen schon aufgeheizt auf 180 Grad und ich backe sie so ungefähr 10-15 Minuten. So, die ersten sind fertig. Ich habe sie schon auf einen Teller so umgelegt und jetzt streue ich ein bisschen mit Zuckerbutter. Über so. Und die zweite backen sie sich noch im Backofen, stehen sie noch. Und die sind schon fertig. So, sehen sie jetzt aus. Sie schmecken lecker, lecker, lecker. Und wenn hat das Ihnen gefallen, machen Sie vor den Weihnachten jetzt solche Plätzchen. Die schmecken sehr, sehr, sehr lecker. Wir kriegen bald Weihnachten. Jetzt wenig. So. So sieht das aus jetzt. Und ich wünsche Ihnen alle guten Appetit. Gute Nachmachen. Backen Sie nach, wenn haben Sie Lust auf solche Plätzchen. Und ich wünsche alle Gutes. Und bis nächstes Mal auf meinem Kanal. Abonnieren Sie mich bitte. Nicht vergessen auf den Glocke drücken. Und ich sag mal, auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal. Tschüss.